Schick eingerichtet, muss man ja sagen. Rachel's home. And she brought her new friend. Mm-hmm. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Ignoriert mich Chloe, nicht. Chloe, was it? Ja, genau, das war's. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Alter, was hat der Vater für eklige Augen, ey? Nicht hungrig? Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Okay, es gibt kein Weg, Rachel. Weg. Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner? Okay, es wird unangenehm. Of course. Yeah. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Nein. Sure thing, Mrs. Amber. Oh nein, sie muss höflich sein. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And okay. Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know, that I would normally say. Exactly. You know. Some quality time with the Ambers. What could possibly go wrong? Genau. Wir haben eine SMS gekriegt. Und Steph. So, du bekommst heute Medaillen für 2 gute Taten. Mikey geht's gut, Drew wird dich auf dem Laufenden halten. Oh scheiße, sagt den beiden, dass ich sie anfeuere. So, aber Auszeichnung. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Tja, aber wie war sie trotzdem so auf Abenteuer aus? Oh Gott, ich weiß nicht, Alter. Ich soll dir ja helfen, ne? Bloß nicht jetzt einer faul machen. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. Das ist voll freundlich. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. Hey, what if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. You're a riot, Chloe. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Öffnen. Müssen die ja die Teller drinne sein, glaube ich. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Schon wieder eine Nachricht, diesmal von Drew. It's off to the table with you. Blub, 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 blub. Der Alte muss nichts machen, oder was? Wo sind wir denn hier? Alter, meine Mutter auch schon wieder hier?
Bastteil der Aufführung. Ich hätte das gern gesehen. Ist einfach irgendwie passiert. Es war in letzter Minute. Freut mich, dass es dir gut geht. Wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Oh, die machen einen das auch immer nicht einfach. Oh Mann. Was wollte denn Drew? Sag ihm Hallo von mir. Mach ich. Immerhin. Ja, oh, ich will die Mutti nicht alleine lassen, ehrlich gesagt. Das tut mir so leid. Das tut mir echt leid. Yes, Chloe? So, was als nächstes? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? Kann sie das nicht selber rüberschreien? I will be a dear. Oh, talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. It's like a thousand times more skeevy when the skeeviness is all polite to your face. Genau. Reden? Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Glubschauge, Alter. Glubschi. What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Oh, oops. Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Er schielt übelst, Alter. Okay. One, two, three, sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. Oh nein, was denn jetzt? I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Oh. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Na ja. So, neues Gespräch. Da können wir jetzt mit der Mutti reden. Hoffentlich geht's bald weiter. Das ist ja echt unangenehm hier. Yes, Chloe? Ja, Sherry will er trinken. The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. Oh, man. You can place one at his setting. Kann der alte nix tun? How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. Oh man, die verstehen auch keinen Humor. Die sind sehr humorlos, die Leute hier. Glasses. Damn. The Ambers are fancy as shit. It's the triangle shaped one. Alles basic klar. Shapes. Now you're speaking my language. Außen fein, in pfui. Bitteschön, Master. Hat sie sich das jetzt in den Arsch gerieben? Ich glaube ja. Ich reibe mir auch immer erst mit dem Glas an der Arschbacke, bevor ich das hinstelle. Naja. Yes, Chloe? Die ist immer so, yes, Chloe? Mehr? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. Oh! You never know when you'll need to light a candle. Right? You
are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Light some candles and bless this joint up a bit. Oh Mann, alles anzünden hier. Zack, zack. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Tja. Da sitzen sie alle, super glücklich, richtig geile Familie. Alle haben so viel Spaß, sie können schon gar nicht mehr vor Lachen. So viele Gesprächsthemen habe ich noch nie gehört auf einmal. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Nicht, Kappa. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Nicht mehr. Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. Nah, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. Oh, Mom. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Es ist seltsam, definitiv. It's almost surreal. They say a fire like that could only come from a crime of passion. Passion? Oh! What does that mean? I don't know. You tell me. Oh! Because you're the DA, of course. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson? Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. Ach was, Arschkopf. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Oh, for cool. Lieb von der Mutter. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Jetzt rastet sie aus. Family's not merely a gift. It is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Oh Mann, Alter. Wir versuchen sie zu beruhigen. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. So ein Wichser. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Whoop! Rachel! That's just a little inside joke we have together. No, you blow me, Rachel. Chloe, stop. Okay, jetzt fliegt alles in der Luft. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad! You're a hypocrite! Okay? I know! You lying, cheating, piece of shit, motherfucker! Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. Oh. That's enough. You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of you. Oh? What kind of person is a that? A delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Alter.
Oh! Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying! Stop being a politician for one fucking minute! Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. Sondern? Erklär. That was your mother. Was? Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing out. But I'm forever missing out. Ja, also das war die zweite Episode. Ich bin noch so ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber es war klar, dass es irgendwann mal rauskommt. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so ist von dem Vater her. Es ist ihre wahre Mutter. Sie sieht ja natürlich auch ein bisschen ähnlicher, das muss man schon sagen. Eine Sache muss ich anmerken. Der Vater, der hat echt fiese Glubschaugen, Mann. Der hat richtig fiese Glubschaugen. Aber ich finde, es ist schon krass, wie sie da abgegangen ist. Am Tisch. Und ich finde, Chloe hat das eigentlich ganz schön gemacht mit dem Schauspielstück. Mit Rachel zusammen. Also da waren die ja wirklich ein Herz und eine Seele. Aber ich frage mich, wie es jetzt weitergeht, ehrlich gesagt. Ob sie jetzt zu Hause bleibt, also dort in der Nähe bleibt, um ihre wahre Mutter zu sehen. Oder was sie generell macht. Aber es würde schon mal erklären, die Mutter, die ist ja anscheinend auch nicht so ganz koscher, sag ich mal, woher sie diese Abenteuerlust hat. Das würde schon mal einiges erklären, weil die Mama sieht ja auch dementsprechend aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich lasse das mal gleich durchlaufen für euch, die Credits. Und freue mich, dass ihr vorbeigeschaut habt und dass ihr vielleicht wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Ich sag schon mal tschüss. Danke.
So, da bin ich nochmal kurz. Ich habe hier noch was Interessantes. Das ist nämlich jetzt für die zweite Episode. Und zwar Schöne neue Welt. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen. Das haben 79% getan. Die anderen 21% haben die Geschichte sozusagen bestätigt, die sie gesagt hat. So. Oh. Das ist krass. Und zwar, du hast deine Taschen auf Davids Nachdruck geleert. Das haben tatsächlich... bin erstaunt. Es haben 62% gemacht. 38% haben sich verweigert. Ui. Und da unten haben wir auch nochmal anders gehandelt. Du hast Damon das Geld gegeben. 35% haben das gemacht. Die anderen 65% sind da geblieben. Ich glaube, da ist ja sogar der eine gestorben, meine ich. Also wäre dann. Jedenfalls klang es so. Das haben sehr viele gemacht. Du hast Rachel nach einem Kuss gefragt. 72%. Okay, dann 13%, du hast Rachel gefragt, sich ein Tattoo zu machen. Naja, okay, ich weiß nicht. Du fragst Rachel, dir ihr Armband zu geben. Nee, ich glaube, da haben wir schon das Richtige gewählt, auf jeden Fall. Und wie ich schon gesagt hatte, also echt klasse Episode. Mir gefällt das Spiel richtig gut. Es zieht einen teilweise auch manchmal so ein bisschen mit runter, muss ich ehrlich sagen, dass man so schwerfällig, so schwermütig wird. Aber im Großen und Ganzen, also
Es ist echt Hammer. Ich habe es jetzt schon 3 Tage nacheinander aufgenommen abends. Zwar immer nur so für 1-2 Stunden. Aber es lohnt sich. Also das werden wir durchkloppen. Ich bin viel zu neugierig. Ich hoffe, das seid ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.